Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute geht es um die Tippmann TMC, den aktuell begehrtesten McFeld-Einstiegsmarkierer weltweit. Hier in einem schönen Schwarz. So sieht das Ganze aus, wenn das zu euch nach Hause kommt. Hier nochmal als Elite-Variante. Wir gucken jetzt rein, was ist im Lieferumfang bei den beiden Modellen enthalten, welche Farbvarianten gibt es davon und was macht an Zubehör und Tuning Sinn. Bis gleich! So, da sind wir wieder mit der Tippmann TMC. Hier einmal in der Elite-Variante und in der normalen Variante. Wir packen jetzt beide Modelle mal hintereinander aus. Anfangen tun wir dazu mit der kleineren Version. Deswegen stelle ich die Elite jetzt erstmal hier beiseite. Und wir nehmen uns die Standard Tippmann TMC. In diesem Fall, wie man auf der Verpackung sehen kann, in Schwarz- und Tannfarben. So eine kleine Mischung. So sieht die Verpackung aus. Und wir gucken jetzt einfach erstmal rein, was ist denn da alles enthalten. So, ich klappe das mal hier hin. Ihr könnt schon sehen. Relativ großer Lieferumfang hier. Wir haben selbstverständlich eine richtig dicke Betriebsanleitung. Mehrere Sprachen, Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch. Also für alle was dabei. Wir haben den Markierer, die Tippmann TMC. Da ist regulär schon die Schulterstütze verbaut. Kann man verstellen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Als nächstes haben wir hier den Lauf und den Shroud. Das sind diese beiden Bauteile. Das könnte man hier auch rausnehmen, separieren. Das werden wir gleich dann auch einmal installieren, um den Markierer zusammenzusetzen. Wir haben ein Dummy-Magazin hier mit einem Ball-Latch drin. Das braucht ihr, wenn ihr den Markierer mit einem Hopper spielen wollt, also mit Munition oben auf dem Markierer. Das wäre das Dummy-Magazin. Und wir haben ein, zwei normale 20-Schuss-Magazine für den Markierer. Wichtig hier, der Markierer ist Roundball-fähig. Das kann man auch immer ganz gut an der Magazinöffnung erkennen. Die ist rund. Bei einem First-Strike-Magazin wäre das hinten abgeflacht. Also die Form des First Strikes quasi aufgenommen. Daran kann man immer erkennen, ob so ein Markierer Roundball-fähig ist oder First Strike-fähig. Die TMC in dem Fall ganz wichtig ist serienmäßig immer nur Roundball-fähig. Zwei Magazine im Lieferumfang enthalten. Was haben wir noch? Wir haben den Hopper-Adapter. Wie gesagt, falls ihr den Markierer mit Hopper spielen möchtet. Das ist dann noch das Gegenstück dazu. Die Platte für den Magazineinsatz, wenn ihr das Feed verschließen wollt, damit ihr dann von unten mit Magazin laden könnt. Auch das zeigen wir euch gleich nochmal im Detail. Und wir haben noch einen Sack mit Zubehör. Den machen wir einmal auf. Da haben wir drin ein breites Laufkondom. Extra breit, dass es auch vorne vernünftig über den Short drüber geht entsprechend. Dann haben wir hier noch einen Laufreiniger drin. So einen ganz normalen Kabellaufreiniger. Den könnt ihr einfach durch den Lauf durchziehen, wenn ihr mal einen Platzer habt. Wir haben eine Tube Öl, hier so ein Einlegpäckchen. Da das wirklich nicht wiederverschließbar ist, die Empfehlung, besorgt euch einfach so eine kleine Tube Öl im Zubehör. Dann könnt ihr den Markierer nach dem Reinigen immer noch ein bisschen neu spielen. Wir haben zwei Immerschlüssel, Sechskantschlüssel, die brauchen wir auch gleich, um den Markierer zusammenzusetzen. Das zeigen wir euch auch gleich nochmal im Detail. Dann haben wir noch eine kleine Dichtung mit drin. Die ist nochmal als Ersatzteil für die Pneumatik, für den Bolzen mit dem Markierer gedacht. Und das ist soweit das ganze Zubehör. Das sind erstmal beiseite und fangen an, den Markierer hier mal zusammenzubauen. Damit wir diesen Short installieren können, der hat unten eine Aufnahme, wo der fixiert wird, müssen wir diese kleine Schraube lösen. Dann nehmen wir uns mal den Sechskantschlüssel zur Hand und fangen an, das zu lösen. So. Schraube raus, dann kann man den Short nehmen, hier unten bündig ansetzen, dann kommt die Schraube wieder rein. Schraube sitzt jetzt fest an der Waffe, jetzt kann ich hier oben den Lauf einfach einstecken, schraube den fest, sitzt auch, ein Magazin dazu von mir aus und dann wäre der Markierer schon mal komplett. Jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin angesprochen hatte. Wahlweise kann man das Ganze mit Hopper spielen oder auch mit Magazin. Wir sehen jetzt hier, wenn wir den einmal spannen, dass sich hier die Munitionskammer öffnet. Sprich, der Ball würde jetzt durch das Magazin von unten reingehen und direkt hier oben wieder rausspringen. Das wollen wir nicht, deswegen würden wir jetzt dieses Bauteil einsetzen. Also schrauben wir das einmal auf, setzen das einfach nur hier oben drüber und kontern das mit der Schraube hier gegen. Dieses Bauteil hat auch gleichzeitig den Ball Detent drin, also sprich, der verhindert, dass zwei Bälle gleichzeitig in den Lauf wandern. Der sitzt jetzt von der Seite hier drin und dann ist das Ganze geschlossen vom Gehäuse her und auch schon einsatzfähig. Hier seitlich haben wir noch die Sicherung. Da ich den Markierer jetzt eben schon einmal gespannt habe, schalten wir jetzt einmal auf scharf, drücken ab und damit ist der Markierer jetzt wieder entladen. Damit ihr auch wisst, wie man das Ganze mit Loader spielt, bauen wir das Ganze jetzt nochmal anderweitig um mit Loader, zeigen das noch einmal ganz kurz. Da kommt das einmal runter. In dem Fall haben wir dann das Gegenstück dazu als Loader-Adapter. Sieht ähnlich aus vom Aufbau, wird auch gleich installiert. Den hake ich hier unten im Magazinschacht, das ist so eine kleine Kammer. Da hake ich den einmal ein, dann kann ich den hier gegenführen, dass der unten und oben durch die Schraube gehalten wird. Das Ganze wieder verschrauben. In dem Fall dann das Dummy-Magazin einsetzen, da habt ihr den Ball Detent hier.
Der verhindert jetzt, wenn von oben der Ball kommt, dass er nach vorne verschwinden kann. Dann sieht der Markierer ein bisschen kompakter aus. Jetzt hättet ihr hier oben in dem Fall noch den Loader drauf liegen. Da wir natürlich das Ganze als MagFed-Markierer haben wollen, bauen wir es jetzt noch mal ganz kurz retour. Und dann gehen wir auch noch mal auf die TMC Elite ein. Bis gleich. So, jetzt wollen wir euch wie versprochen nochmal den Lieferumfang der TMC Elite präsentieren. Das ist im Grunde genommen ist es das gleiche Modell, aber mit ein paar zusätzlichen Features. Die Elite hat schon, wie man hier auf dem Bildschirm erkennen kann, eine integrierte Luftversorgung in der Schulterstütze, eine sogenannte Airstock. Da schauen wir jetzt einfach mal rein, was bei diesem Modell im Lieferumfang enthalten ist. Karton ist ein bisschen größer, wie ihr seht. Da ist also ein bisschen mehr Zubehör drin. Klappen wir auch hier einmal auf. Könnt ihr hier einmal schön einmal so den ganzen Inhalt hier bestaunen. Wir haben den TMC Elite Markierer in dem Moment in schwarz jetzt einmal. Ich halte das mal so ein bisschen beiseite, dass man das hinter mir ganz gut sehen kann. Wir haben hier auch die Airstock Schulterstützenfassung. Die wird dann hinten drüber gestellt. Dafür brauchen wir dann noch ein Luftsystem. Wir haben eine Betriebsanleitung, wieder mehrsprachig das Ganze. Wir haben noch eine Betriebsanleitung für die Airstock, für das gute Stück. Da seht ihr dann, wie das zusammengebaut wird. So, dann gibt es hier für die Airstock noch ein Stock Guide. Das ist die Schulterstützenführung. Sitzt dann am Ende so und darauf läuft die Schulterstütze, dass ich in der Länge verstellen kann. Wir haben noch ein weiteres Teil für die Schulterstütze hier liegen. Wir haben auch einen Metallschraub. Das ist einer der größten Unterschiede bei der TMC Elite. Und zwar haben wir hier wirklich einen Aluminium gefrästen Vollmetallschraub. Das Ganze ist also ein bisschen hochwertiger. Keymod-Design, dass ihr hier auch so Applikationen anbringen könnt. Auch die Schiene ist aus Metall, also wirklich hochwertiger als bei der normalen TMC. Das ist auch so ein kleines Upgrade, was der Markierer hier mit sich bringt in der Elite-Variante. Dann haben wir natürlich auch hier zwei Magazine enthalten. Beide 20 Schuss, in dem Fall auch schwarz, passend zum Markierer. Wir haben auch hier das Dummy-Magazin, wenn ihr mit Loader spielen wollt. Wir haben auch wieder den Magazinadapter und den Loader-Adapter, beides. Dann haben wir hier noch zwei Splinte, die sind für die Airstock, um die Schulterstütze hinten im Body dann auch verbinden zu können, zu arretieren. Und wir haben das eben bereits einmal genannte Zubehörpaket mit den Sechsgangschlüsseln, Laufreiniger, Laufsocke, ein bisschen Öl und was ihr sonst an Zubehör gebraucht habt. Das ist erstmal der gesamte Inhalt von diesem Karton. Wir werden jetzt den Markierer einmal auch wieder zusammenbauen mit euch, damit ihr auch da seht, wie baue ich eine TMC Elite zusammen. Ist ein bisschen, also ist nahezu ähnlich. Short-Installation ist die gleiche wie vorher auch. Dazu nehmen wir uns jetzt einfach mal unseren Sechskantschlüssel zur Hand, schrauben hier wieder auf, setzen auch den Schraub hier bündig an, schrauben das Ganze wieder zusammen. So. Dann kann auch hier der Lauf eingesetzt werden. Den verschrauben wir. So, auch hier wollen wir den Markierer mit Magazin betreiben, deswegen setzen wir auch hier wieder den Magazinadapter ein. So, dann geht es jetzt zur Schulterstütze. Das hier ist der Airstock-Adapter, den hat die andere TMC nicht. Ihr seht hier unten die Luftleitung. Die Luft sitzt also nicht mehr hier unten mit dem ASA, wie wir das eben hatten, sondern die Luftversorgung ist von hier durch den Markierer ins Bolzensystem geleitet. Dementsprechend das Ganze haben wir uns hier mal ein 0,2 Liter Luftsystem besorgt. Ihr schraubt das einfach hier ein. Handfest rein, dann habt ihr die Länge der Schulterstütze schon mal definiert. Flasche hinten drin. So, dann zur Airstock. Wir haben diese zwei Bauteile. Damit könnt ihr die Länge in der Stock einstellen. Ihr könnt das jetzt über kurz oder lang einstellen. Also ihr könntet die Punkte, die Löcher zum Einrasten auf diese Höhe setzen oder ein Stück nach hinten auf diese Höhe, je nachdem, was für ein Setup ihr halt haben möchtet. Ich würde das jetzt einfach mal zum Testen in der Mitte einstellen. Also sprich, ich drücke das einfach nur mittig rein, das Bauteil. So. So sieht das dann aus, wenn das fertig ist. Dann sitzt das Teil da drin in der Mitte und die Schulterstütze wird dann hier entsprechend geführt. Und wenn ihr drückt, dann könnt ihr das Ganze vor- oder zurück bewegen. Ansonsten ist es arretiert. Damit das Ganze dann zusammengebaut wird, hier ist ein Haken. Der muss von unten nach oben hier reingreifen. Das heißt, hier ist so eine kleine Führung dafür. Da hakt ihr das Ganze ein und dann könnt ihr das so nach oben laufen lassen. Wenn das Luftsystem jetzt nicht ganz gerade sitzt, ihr habt da immer ein bisschen Toleranz und Spiel drin, können wir das ganze Stückchen zur Seite drehen, dann sitzt die Schulterstützenführung richtig, dann das drüber schieben. Jetzt merkt ihr hier einen Widerstand. Dafür ziehen wir hier an der Position runter und dann können wir das Ganze drüber ziehen für die ganze Geschichte. Ihr hört dann mit dem Klicken, dass es einrastet und jetzt ist hier eine feste Schulterstütze drin. Jetzt könnt ihr das Ganze noch ein Stück nach vorne schieben. Das ist jetzt so der maximale Anschlag, der hiermit möglich ist. Da guckt die Flasche schon ein Stückchen hinten raus, ist aber nicht schlimm, weil ihr könnt hier unten anlegen und dann hättet ihr ein relativ kompaktes Setup. Dazu noch ein Magazin rein, spannen und dann kann das losgehen. Schon ist der Markierer einsatzbereit. Das wäre jetzt so die
TMC Elite. Wir holen euch dazu jetzt nochmal zum Vergleich den normalen Markierer, zeigen euch nochmal ganz kurz im Überblick die Features von dem Produkt und dann gehen wir ins Zubehör, würde ich sagen. Okay, hier haben wir jetzt nochmal beide Modelle für euch auf dem Tisch liegen. Tippmann TMC Standard, Tippmann TMC Elite mit Airstock-System. Ihr seht schon, das ist ein Größenunterschied. Wir hatten eben schon erklärt, die einen oder anderen Unterschiede. Wir gehen jetzt nochmal kurz ganz schnell im Detail durch. Normale Tippmann TMC, gleicher Lauf wie bei der Elite, aber Shroud ist hier ein Polymer. Bei der Elite ist es aus Metall. Magazine sind die gleichen, Zielabsehen sind die gleichen, der Body an sich ist der gleiche. Hier unten haben wir aber bei der standardmäßigen den ASA hier unten. Ihr könnt hier jetzt also ein Luftsystem einschrauben oder auch mit einem Schlauchsystem, das auf den Rücken führt, das Ganze betreiben. Der fehlt hier unten bei der Elite-Variante. Hier oben Schulterstütze bei der normalen, ganz normale M4-Schulterstütze zum Ausziehen. Bei der Elite-Variante haben wir das Ganze dann mit einer integrierten Airstock. Airstock-Adapter, Luftführung hier drinnen, geht durchs Gehäuse hier vorne rein. Das Luftsystem sitzt hier oben. Ist quasi autark gelagert, könnt ihr hier auch einstellen, wie ihr möchtet, auf Länge und habt die ganze Luftversorgung oben mit in dem Markierer drin. Das heißt also, die Elite wirklich so autark spielbar. Bei der Standardvariante müsstet ihr jetzt hier noch ein Luftsystem unten dran setzen oder halt entsprechend ein Schlauchsystem. Wichtig, dieses Luftsystem ist bei der Elite nicht serienmäßig im Umfang enthalten, das müsst ihr so oder so im Zubehör dazu kaufen. Welche Luftsysteme es da gibt, dazu kommen wir jetzt, dann bauen wir euch nochmal ein bisschen Zubehör auf und erklären euch nochmal, was es da an Zubehör und Tuning noch gibt. So, wir sind zurück mit dem Zubehör zu Tippmann TMC, haben euch hier mal so ein paar Sachen aufgebaut. Wir gehen einfach mal von links nach rechts durch und erklären euch, was das ist und wofür ihr das braucht. So, haben wir eben schon erwähnt, Standard HP-System, 0,2 Liter, 200 Bar ist so der Einstieg. Ist jetzt hier bei uns in der TMC Elite-Version schon in der Schulterstütze drin. Das Modell für die Elite auf jeden Fall zu empfehlen. Preiswert um die 55, 60 Euro, kann man auf jeden Fall machen. Für etwas größeren Geldbeutel gibt es das Ganze als 300 Bar Variante. Komposit ist deutlich leichter. Durch die 300 Bar und etwas mehr Volumen habt ihr etwa, also ich sag mal, hier habt ihr so um die 100, 120 Schuss. Hier habt ihr so um die 180, 200 Schuss. Also macht schon einen Unterschied. Ihr könnt also mehr Munition mitnehmen. Für den Markierer, wie gesagt, kann man ein Remote-System oder auch eine größere Flasche unten an den ASA-Adapter am Griffstück schrauben. Wir würden da empfehlen, entweder wirklich das Airstock-System einzubauen oder nachzurüsten oder wirklich mit Schlauchsystem, weil es einfach das Handling deutlich verbessert. Nicht irgendwie so eine große Flasche unten unter den Markierer noch ins Griffstück setzen. Das ist in der Regel kontraproduktiv. Dann zweite wichtige Geschichte, Tuningfedern haben wir hier in verschiedenen Farben. Dabei gilt grundsätzlich so die Faustformel, je dunkler die Farbe der Feder, umso stärker ist das. Man kann es aber auch an der Stärke der Windung relativ leicht abschätzen. Ist immer so ein Set mit 5 Federn. Kostet um die, ich müsste jetzt lügen, 10, 15 Euro normalerweise so ein Set. Also ist nicht die Welt. Braucht ihr, wenn ihr im Ausland spielen wollt, weil der Markierer selbstverständlich in Deutschland auf 214 Fuß pro Sekunde läuft, unter 7,5 Joule. Dementsprechend im Ausland, wo ihr bis zu 300 FPS schießen könnt, braucht ihr eine andere Feder. Ein bisschen was kann man am Markierer so hier und da noch einstellen, aber ihr kommt halt nicht über diese deutsche Grenze rüber. Dementsprechend fürs Ausland braucht ihr so eine Tuningfeder. Das ist mal ganz wichtig. Magazinverbinder. Wenn ihr mal zwei Magazine zusammen verbinden wollt, dann sitzt das zweite Magazin über den Verbinder hier so neben. Dann könnt ihr wirklich ein Magazin schnell raus und das zweite Magazin direkt mit dem Koppler zusammen reinstecken. Das ist für einen schnelleren Magazinwechsel. Interessant dazu, Tippmann bietet auch werkseitig die schwarzen Magazine als Zweierpack mit Kopplern an. Dann sind die bereits verbunden, out of the box. Dann könnt ihr beide Magazine laden. Beide Magazine hier unten dran stecken, ist eins leer geschossen, nur schnell wechseln, andere Seite reinstecken und schon habt ihr die nächsten 20 Schuss. Aber für alle Einzelmagazinspieler so ein Kuppler auch im Zubehör erhältlich. So, was kann man noch tunen? Hier haben wir euch ein paar Produkte von Dynamic Sports hier rausgesucht. Einmal ein Trigger. Wir haben serienmäßig in der TMC einen geschwungenen Trigger. Also der ist so gecurved. Hier haben wir das Ganze als gerade Variante. Ist einfach noch ein bisschen besseres Ansprechverhalten vom Trigger. Man hat auf der geraden Fläche ein bisschen besseres Triggergefühl. Das Ganze ist mit Riffeln versehen seitlich, also sprich, dass ihr nicht nach unten hin vom Trigger abrutschen könnt, egal ob es nasskalt ist oder ihr Handschuhe anhabt oder sowas. Ihr habt da immer einen sehr guten Griff auf der Oberfläche, damit auch wirklich jeder Schuss entsprechend auslöst. Das ist nochmal ein ganz interessantes Zubehörteil. Wir hätten hier nochmal was für die Optik, ein Metallspannhebel. Der Standardspannhebel bei der TMC ist aus Kunststoff. Ist jetzt optisch okay, aber jetzt kein Highlight. Das Ganze gibt es dann nochmal ein bisschen aggressiveren Look aus Aluminium gefräst. Auch ein schönes Bauteil. Oder auch einen Short-Adapter. Damit könntet ihr jetzt die gängigen Shorts, sind alle TMC genormt. Also ihr habt ja schon gesehen vorhin in den Installationen. Hier unten wird eine Schraube gelöst, dann steckt man den Short rein. Und dann kann man wirklich leider nur die Standard-TMC-Shorts an den Markierer verbauen, die von Tippmann vorgegeben sind. Das sind einmal diese Metall-Shorts hier oder auch einmal die Polymer-Shorts von der Standard-TMC. Aber darüber hinaus leider nichts. Mit dem Adapter habt ihr die Möglichkeit, einen AR-15-Adapter einzubauen.
Das Ganze sieht dann so aus, dass ihr vorne ein Gewinde habt, wo ihr wirklich jeden Standard AR-15-Schraubert, wie man das zum Beispiel von der First Strike T15 kennt, aufzusetzen und habt dann wirklich Real-Action-Schrauts von echten Gewehren an dem Markierer dran. Das ist auch nochmal ein ganz interessantes Zubehör für die Leute, die den Markierer so ein bisschen hochrüsten und aufmodden wollen. Ansonsten, Thema Shorts hatten wir gerade schon. Ihr könnt selbstverständlich auch den Metall-Schraubert der TMC Elite einzeln nachkaufen und dann an eure Standard-TMC setzen. Dann würde das Ganze so aussehen, dass ihr dann wirklich aus einem Kunststoff-Polymer-Short einen Metall-Short macht. Gibt es auch im Zubehör. Und last but not least, Magazine. Wie gesagt, ihr habt zwei Magazine im Lieferumfang enthalten. In so einem Paket sind immer zwei extra Magazine. Wir empfehlen euch aufgrund der Flaschenkapazität von etwa 100-120 Schuss, das entspricht 5 bis 6 Magazine, die solltet ihr mindestens mitnehmen. Wenn ihr eine 300 Bar Flasche verwendet, dann solltet ihr auf jeden Fall entsprechend auch mehr Magazine mitnehmen. Wie gesagt, wir reden da über 180, 200, teilweise 220 Schuss, je nach Wetterlage. Also so um die 10 Magazine könntet ihr bei euch in der Ausrüstung, im Gearbag und so mitnehmen, damit ihr dann entsprechend mit dem Markierer auch voll ans Limit gehen könnt. Das sind so die Empfehlungen im Bereich Zubehör. Man kann hier und da noch ein bisschen was extra machen. Visiereinrichtungen sind natürlich möglich. Ihr könnt aufgrund der Weaver Rates hier jede Menge Frontgriffe, Griffstücke und ähnliches anbauen. Es gibt andere Läufe. Das ist aber wirklich so ein breites Zubehörfeld. Das würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Findet ihr aber sicherlich alles bei uns im Online-Shop. Also könnt ihr einfach mal reingucken, wenn ihr euch zum Thema Tuning für die TMC interessiert. Da haben wir wirklich eine Riesenkategorie mit allerhand Extras, die ihr da einbauen könnt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, stehen wir euch natürlich wie immer zur Verfügung. Und ja, würden uns freuen, wenn wir euch da weiterhelfen können. Das war es dann erstmal zu unserem heutigen Unboxing-Video zu Tipp mit TMC, dem Zubehör, dem Lieferumfang und allem, was ihr sonst so wissen müsst. Ich hoffe, das war hilfreich. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!